So, guten Tag YouTube. Ich habe mir einen neuen Trainingsplan gemacht und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie der so aussieht und wonach ich mich gerichtet habe. Also hier haben wir erstmal aufgeschrieben, Regeneration dauert nur 1 bis 3 Tage. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil die meisten Trainingspläne sind eigentlich darauf ausgelegt, den Muskel nur einmal in der Woche zu trainieren. Aber das ist eigentlich verschwendete Zeit, gerade bei Fortgeschrittenen, wo die Regenerationszeit, also je fortgeschrittener man ist, desto kürzer ist die Regenerationszeit, bis halt irgendwann nur noch ein Tag. Hängt natürlich auch ein wenig davon ab, wie doll man den Muskel trainiert, aber trotzdem verkürzt sie sich, ist sie sehr kurz und verkürzt sich ja, wenn man sozusagen länger trainiert, verkürzt sich die, also wenn man sozusagen ein fortgeschrittener Sportler ist, verkürzt sich die Regenerationszeit noch weiter. Und deswegen habe ich halt die größte Änderung war dann in diesem Trainingsplan einfach, dass ich von einem Vierer-Split, wo ich alles einmal die Woche trainiert habe, gehe ich auf einen Zweier-Split und trainiere alles dreimal die Woche. Das bedeutet dann 6 Tage Training und einen Tag Pause. Und dann ist natürlich hier dabei für die Kraft Steigerung oder beziehungsweise für den Kraftaufbau in den Grundübungen haben wir dann jeden Tag 2 Grundübungen, was dann auch die ersten oder also ganz zu Anfang des Trainings, wo man noch am meisten Kraft hat, werden die reingesetzt. Immer also eine große Grundübung und eine kleine Grundübung sozusagen. Es gibt ja also Squats und Deadlifts sind die großen und dann Overhead Press und Bench Press sind dann die kleinen. Und dann werden die so, lege ich die so zusammen und jeweils 5 Sätze mit 1 bis 3 Aufwärmsätzen, je nachdem wie hoch das Gewicht ist, was ich trainiere und ja, weiß nicht, wie warm ich sozusagen bereits bin. Und da ist es so, da wir ja 3 Trainingseinheiten in der Woche haben, also dreimal die gleiche Trainingseinheit in der Woche, habe ich mir das so überlegt, dass ich sozusagen bei den Grundübungen das wechsle. Das heißt, ich habe sozusagen am ersten Tag dann fünfmal fünf mit 85%, was auch die meisten machen. Also viele machen 5x5, aber das ist dann, finde ich, man muss auch ein bisschen Abwechslung haben. Nur 5x5 kann man nicht machen. Deswegen auch nochmal 5x3 mit 90% und dann bei der dritten Einheit 5 mal 10 mit 60% des One Rep Max. Das ist hier bei mir, das ist gerade mein One Rep Max bei den entsprechenden Übungen. Overhead Press 70 Kilo, Bench Press 120 Kilo, Squat 150 und Deadlift theoretisch 220, aber ich habe mich jetzt ein bisschen dazu gezwungen, auch die Ausführung korrekt zu machen und deswegen ist sozusagen mein Arbeitsgewicht, wie soll ich sagen, habe ich mein Maximalgewicht runtergesetzt auf 150, sodass sozusagen mein ganzes Arbeitsgewicht, was ich habe, ist immer möglich ist, für mich die Übung richtig auszuführen. Ja, und dann, nachdem halt die 2 Grundübungen hier gekommen sind, gibt es noch Hypertrophie. Das heißt, typische Bodybuilding-Übungen 3x10 und einfach um halt ein bisschen Masse aufzubauen, ein bisschen wirklich Muskelaufbau zu haben und nicht nur Kraft. Und ja, da habe ich geschrieben, mehr ist halt besser. Und das habe ich halt, also ich habe halt nach diesem Prinzip auch ein bisschen das Volumen erhöht. Normalerweise, gerade wenn man sozusagen von einem Vierer-Split kommt, von einmal die Woche und dann auf dreimal die Woche geht, ist es ja meistens so, dass also viele Leute haben nur ein sehr kleines Volumen, wenn sie dann sagen, ja, ich trainiere das doch in 2 Tagen schon wieder. Aber ich versuche halt das noch relativ hoch zu halten. Viele Übungen, viele Sätze. Es geht natürlich nicht unendlich lange, aber schon sozusagen ein bisschen mehr, als jetzt die meisten empfehlen würden. Und ich bin dann etwa immer so 2 Stunden im Fitnessstudio. Ja, diesen neuen Trainingsplan, den mache ich jetzt etwa schon seit 2 Wochen und ich habe damit sehr gute Ergebnisse bis jetzt. Also konnte mich gut steigern, obwohl ich halt immer noch in einem sehr starken Kaloriendefizit bin. Und es ist auch überraschenderweise nicht zu viel. Also
Und man denkt ja sechsmal sozusagen die Woche trainieren, jeden Tag irgendeine schwere Grundübung. Und aber ich komme damit sehr gut klar und ich denke, dass es das Wichtige ist halt eben, dass die Ernährung stimmt, dann, dass man sich auch davon wirklich auch sich regenerieren kann in 1 bis 3 Tagen. Und dann in den nächsten Videos zeige ich euch dann nochmal, wie genau die einzelnen Trainingstage aussehen. Bis dann erstmal. Ciao.